So Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stano Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde E-Startup Tycoon 2 bzw. Business Tycoon 2. Gut, ja, vielleicht habt ihr es schon in der letzten Folge gesehen, dass ein bisschen mein Schneidstil geändert wurde. Das wollte ich einfach mal nur kurz erwähnen. Ich werde jetzt ein bisschen mehr aufs Schneiden auch achten. Und ich habe auch jetzt eine andere Software zum Schneiden. Genau, deswegen ist es dann halt einfach ein bisschen geiler jetzt. Und ja. So. Wir haben Forschung 9. Okay, was können wir denn dann nachkaufen? Kaufen, sag ich schon. Freischalten. Entwicklungskosten. Boah, jo. 126.000. Okay, ich würde sagen, wir brauchen jetzt erstmal 40 für einen Blu-ray-Player. Also ich habe jetzt hier ein bisschen gemacht, dass der jetzt hier alle drei Dinge macht. Wir bräuchten aber natürlich hier weitere Leute, die wo ging das mal? Hier, genau. Die hier Holzwerkung? Die hier das halt machen. Stabile Werkbank. 5.000? Ja, auf jeden Fall wollte ich das machen, genau. Wir könnten jetzt eigentlich auch neue Konzepte machen, die dann halt einfach besser sind. Aber wir haben aktuell erstens kein Geld. Das heißt, wir sind relativ im Minus. Das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen jetzt, dass wir hier nicht verkacken. So, der kann eigentlich mal kurz in Urlaub. Wir 2 Tage in den Urlaub schicken. Ah. Okay, nee, lassen wir den doch mal hier. So, jetzt seht ihr, es erhöht sich das ein bisschen. 1905. Wie teuer sind die eigentlich? Darlehen. Kann ja auch irgendwie ein Darlehen aufnehmen. Dann würde man 20.000 kriegen. Erforderliche Bewertung 10.000. Zinsen. Tägliche Zahlung müsste man halt 560 zahlen. Ist aber, denke ich, auch noch im Rahmen. Aber irgendwie kann man das hier noch nicht dingsen. Man bräuchte 10.000 erforderliche Bewertungen. Keine Ahnung, irgendwie so. Frag mich nicht. Unternehmensmanagement. Name des CEO. Standard Teamgröße 2. Entlassene Mitarbeiter 0. Mitarbeiterverluste 0. Bewertung 3.000. Ah, wir haben fast die 4.000 Dollar Bewertung. Garagen. Startup. Ah. Okay, wir sind jetzt hier noch so als Garagendingens zu, gemacht worden. Gemacht worden? Ihr wisst, was ich meine. Irgendwann werden wir dann hier, irgendwann sind wir dann hier praktisch so ein kleines Unternehmen. Vielleicht Chat. Vielleicht, Leute, tue ich auch ein bisschen offscreen das Spiel weiterspielen, dass wir hier nicht mehr alles machen müssen jetzt. Im Video. So, wir machen immer noch Minus, wie man hier sehen kann. Minus 66 Dollar, Gehälter, minus 100 Büromiete und Rechnung. Wo kann man denn jetzt hier nochmal sein Produkt teurer machen? Ah, hier. Schon 70 Dollar hier. So, und das hier kommt auf 69 und das Mikrofon landen wir auf 77. So, wir müssen natürlich auch ein bisschen Gewinn machen und das kriegen wir halt nicht, indem wir so Dingens haben. Also die Bewertung hier vom zweiten Schraubendreher ist babamäßig, ne? 63%. Das hier ist ja der erste. Ich produziere auch noch den ersten, weil wir halt einfach dann mehr Geld kriegen dadurch. Die Bewertung von dem hier ist nicht so geil. Also wir würden 30 Dollar plus immer machen. Das ist eigentlich schon recht geil. Wir sind jetzt auch auf 2000. Sie haben das heutige maximale Verkaufslimit für Schraubendreher 2. 4 von 4 erreicht. Daher wird der LKW heute keine weiteren Kisten seines Produktes mehr sammeln. Okay, das heißt Schraubendreher 2 kann erstmal raus, weil das machen die ja jetzt nicht mehr. Okay. Aber wobei, es wird ja jetzt auch Nacht, ne? Ja. Ja gut, dann kann ich es eigentlich auch drin lassen. So.
Ja, jetzt gehen sie sogar hier. So, tschüss, nächster Tag. So, let's go. Okay, natürlich haben wir jetzt ein bisschen wieder Minus gemacht, aber ihr seht schon, wir sind wieder im grünen Bereich. Wir müssen jetzt eigentlich nur die ganze Zeit warten, bis wir halt Kohle kriegen, Kohle kriegen, Kohle kriegen. Und ja, wir müssen auf jeden Fall auch mehr Mitarbeiter natürlich kaufen, ne, das ist klar. Aber von dem hier, den Kollegen, brauchen wir eigentlich nicht mehr, weil, warum sollten wir hiervon noch einkaufen, wenn der ja nur die ganzen Dinger macht? So, wo kann man denn hier eigentlich nochmal Mitarbeiter suchen? Genau. Also hier von den Designern brauchen wir ja eigentlich keinen. Denn wir haben ja einen und der macht ja einfach nur alleine dann praktisch die ganze Zeit das. Aufgaben, genau. Also normalerweise bräuchten wir nur hiervon jetzt erstmal viel mehr. Und ja, das machen wir auch. Wir brauchen halt einfach nur diese Kackholzbank für 2,5. Wenn wir die haben, dann ist das geil. Also der fällt jetzt wieder weg. Wir können auf jeden Fall auch bald wieder, wie man hier sehen kann, Blu-ray-Player erstellen. Der kostet aber auch 3.500. Ich würde sagen, ich kaufe mir den nicht, sondern ich mache erstmal, ich spare jetzt erstmal auf 2,5, also beziehungsweise auf 3, weil 500, eigentlich müsste ich schon auf 4.000 sparen, ne? Ah, schwierig. Weil der hier kann eigentlich nichts machen. Der kann eigentlich jetzt wirklich einfach in den Urlaub gehen. Sollen wir den in den Urlaub schicken? Weil wenn wir jetzt hier die ganze Zeit nur sowas Neues machen, das bringt ja auch nichts, oder? Außerdem können wir das nicht mehr, weil wir einfach zu arm sind. Und damit wir jetzt hier... Komm, geh in den Urlaub. Tschüss. Adios, amigos. Tschüss. So, der ist jetzt im Urlaub. Urlaub bis Tag 5. Ja, perfekt. Mitarbeiter. Nein. Ich will nicht zu dem. So, der macht jetzt hier die ganze Zeit die Pakete. Das ist sehr gut. So, also der hier ist echt wirklich gut am Start. Also der treibt uns auch $120 auf. Der hier sogar 128. Ja, es läuft. Also es läuft auf jeden Fall. So, ich habe jetzt mal die Geschwindigkeit erhöht, dass das hier einfach ein bisschen schneller geht alles. Weil wir hier sonst zu lange brauchen. So. Okay. Wir haben jetzt schon 24 Fähigkeitspunkte. Design gibt es irgendwie nicht mehr. Keine Ahnung warum. Aber wir machen auf jeden Fall ein bisschen Minus jetzt wieder mal. Das ist ja typisch. Darlehen, Gewinnanteil. Oha. Jetzt haben wir... Na, wir machen halt trotzdem Minus. Also es ergibt gar keinen Sinn eigentlich. So, der Designer hat ja jetzt Urlaub bis Tag 4, ne? Wie geht's dem Kollegen hier? Der ist bei 68%, ja, noch im grünen Bereich. Wir müssen auf jeden Fall achten, dass die auch mal in Urlaub geschickt werden. Das Problem ist, ich brauche ja dann jetzt bald einen zweiten davon, ne? Das ist ja auch so ein Ding. Das wird jetzt schwierig. Oh, wir machen wieder so viel Minus, ey. Warum denn? Nein, bitte kein Minus machen. Oh, wir haben bald die 40 Fähigkeitspunkte. Jetzt sind wir wieder bei 2,5, aber das bringt uns eigentlich relativ wenig. Denn jedes Mal, wenn der das hier nimmt, sind wir wieder unter 2000. Und der muss ja jedes Mal auch noch die Produkte hier machen. Genau. So, Artikel auf Lager sind jetzt hier 2 und hier dann auch 2. So, jetzt ist auch wieder das erreicht, wo man am Tag 2 nichts mehr machen darf. Jetzt kommt hier gleich wieder Minus. Jetzt sind wir wieder bei Minus 700. Ah, jetzt ist der Kollege auch wieder hier. Du hast genug Fähigkeitspunkte, um das Produkt Blu-ray Player freizuschalten. Machen wir auch. Zack. Aber, ja, wir können jetzt hier dann noch auf den E-Book wieder 50 sparen. Aber normalerweise können wir jetzt erstmal nichts machen, ne? Ich kann das jetzt hier Chat einfach nur die ganze Zeit laufen lassen.
Und ja, einfach hoffen, dass wir irgendwann mal auf die über 2K kommen. Ja. Genau. Weil was soll ich jetzt machen? Also ich kann keine neue Konzepte erstellen und das Konzept erstellen kostet ja auch wieder Money. Und ja, das ist dann halt einfach unnötig. Was ist das hier? Lagerbestand? Ah, hier kann man jetzt sehen. Unterproduktion ausgeglichen, ausgeglichen. Also das Mikrofon, das ist gerade irgendwie nicht geil. So, wir haben jetzt mal kurz das hier so angepasst. Ja, ist hier schon alles gut. Okay. Ah, jetzt ist es auch ausgeglichen. Jetzt würden denn das wahrscheinlich auch Leute kaufen. Gut, der nächste Tag. Tag 6 ist es jetzt schon. So, mal gucken, ob wir jetzt mehr verkaufen können. Ja, wieder 2000. Das bringt uns. Also, wir kommen immer nur über 2000 und dann ist Stopp. Dann macht er wieder neue Sachen. Dann sind wir wieder bei 2000 und dann ist er wieder runter. Also, eigentlich ist es im Prinzip die ganze Zeit. Geht es halt jetzt immer nur noch die ganze Zeit so weiter. Ja, das ist ein bisschen schlecht tatsächlich. Wir müssten mal so machen, dass der dieses erste hier nicht mehr produziert. So, dann sparen wir nämlich ein bisschen mehr Geld. Wir haben jetzt nämlich auch 2125, habt ihr gerade gesehen. So. Aber das andernfalls macht er halt dann auch mehr Geld damit, ne? Wenn wir hier das hier noch reinpacken. Ah. Die Zufriedenheit ist bei dem auch so gerade ganz am Arsch. Das Problem ist, wenn wir den jetzt entlassen, dann sind wir wirklich am Arsch. Die wollen ja alle 5 Millionen Euro geführt haben. Forscher. Okay. Ingenieur. Also hiervon bräuchten wir noch einen. Boah, was? 6000? Ich brauche einen, der weniger kostet als 2,7. Nee, nicht 2,9. Nicht 2,7. 2,5, ja. Hier einstellen. Let's go. Ja, aber mal auf, hier rumzuzappeln, Alter, wie so ein Zappelheini. So, machen wir mal kurz Stopp. So, wenn ich den jetzt in Urlaub schicke, ja. So. Den jetzt. Aha, jetzt. So. Dann macht der jetzt das hier weiter. So, jetzt müssten die tauschen, genau. Perfekt. Dann habe ich nämlich jetzt zwei Mitarbeiter. Jetzt fehlt mir halt nur noch diesen Tisch, weil dann können nämlich sogar beide einfach mit hier Dingsen. Und das ist halt eigentlich relativ entspannt dann. Jetzt kommen wir wieder ins Minus, ja. Das ist halt immer typisch bei uns. Aber egal. So, das Ding ist, wir müssen ja jetzt natürlich auch ein bisschen mehr Geld wieder bezahlen, weil wir jetzt einen zweiten Kollegen hier haben. Aber das macht nichts. Wie sehen die Bewertungen aus? Oh, wir sind sogar fast angekommen. Ne? Wir haben jetzt, ja, Firmenvorteile haben wir nicht. 100% Lagerbestand. Okay. Ja, wir haben hier sogar einfach gar kein Dingens mehr. Also es sind auch nur 4 Leute, die hier kaufen. Aber macht nichts, Leute. Ah, man kann hier sogar jetzt auch so Sachen mieten. Aber brauchen wir ja jetzt erstmal nicht. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen Traum auf den Tag. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao. With me, where did the time go? Could somebody show me? Getting rust.
show.